Moin, herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Falls du noch keine Crypto.com-Karte besitzt und überlegst, dir eine Karte zu holen und du bist dir noch unentschlossen, welche Karte für dich am besten ist, dann schau auf jeden Fall das ganze Video an. Ich habe hier eine Excel-Tabelle erstellt mit einer Midnight Blue-Karte, mit einer Ruby Steel-Karte und natürlich mit der Jade Green und Royal Indigo. Ein bisschen erklärt, wie das mit dem Cashback halt ist, auch wenn ihr zum Beispiel Verpflegung, Tanken, allen drum und dran, habe ich auch mit eingewertet. Das ist jetzt nur so ein bisschen ein grober Überschlag, was ihr an Cashback pro Jahr dann auch wiederbekommt. Mit dieser ganzen Sache will ich euch das nur verdeutlichen, dass das an sich das Ganze eine feine Sache halt ist. Also man kann schon damit sich einen passiven Cashflow im Jahr halt generieren. Und von daher schnacken wir nicht lange, switchen wir einmal den Screen. Hier habe ich auf einmal die Midnight Blue drinne. Die kostet euch 0 Euro. Ihr kriegt auf der Midnight Blue Karte ein Cashback von 1%. Also egal, was ihr mit bezahlt, ihr kriegt immer 1% wieder in dem Crow Token. Könnt ihr euch natürlich das auszahlen lassen oder ihr sagt euch am Endeffekt, okay gut, ich lasse es liegen. Es wird dann vielleicht durch die Wertsteigerung auch ein bisschen mehr und dementsprechend könnt ihr auch dann später euch die Ruby Steel Karte halt holen. Ich habe jetzt hier mal einfach mal Spotify mit 12,99 €, Netflix mit 17,99 €, das ist halt das große Paket, Amazon für 8 Euro im Monat gerechnet, darauf halt natürlich immer 1% Cashback. Wie ihr seht, das sind dann nur so ein paar Centbeträge und Tanken von 100 Euro im Monat. Ich meine jetzt gerade aus der aktuellen Situation, ich weiß nicht, ob es bei dem einen oder anderen auch 100 Euro reicht. Manche gehen zu Fuß zur Arbeit, bei denen es dann tanken, dementsprechend mit 100 Euro wahrscheinlich gerechtfertigt wegen Einkaufen und mal hier und mal da hinfahren. Aber für die Leute, die ein bisschen mehr Fahrt haben, kommt ihr dann mit 100 Euro halt nicht hin. Dementsprechend könnt ihr euch das selber einmal ausrechnen. Ich habe jetzt einfach mal so einen Wert reingeschrieben. Sonst multipliziert ihr das einfach mal 2 mal 3, je nachdem. Verpflegung 52 Euro. Wie gesagt, Essen und Trinken, was ihr so oder so im Monat halt kaufen müsst, könnt ihr natürlich über diese Debitkarte halt bezahlen dementsprechend. Also ihr müsst halt das Geld von eurem Sparkassenkonto, Commerzbankkonto auf die Debitkarte draufpacken. Also da habt ihr halt eine Kontonummer mit einer LT vorne drauf. Also quasi aufs ausländische Konto schickt ihr euer Geld dann halt hin. Packt dann dementsprechend das Geld von der Fiat Wallet auf die Debitkarte und dann könnt ihr darüber halt alles bezahlen. Spotify, Netflix, Amazon wird bei mir so oder so immer jeden Monat abgebucht. Tanken, Verpflegung und sonstiges, das macht ihr dann direkt über die physische Karte. Ja, unter sonstiges habe ich dann nochmal so 150 Euro einkalkuliert. Kino, mal irgendwo essen gehen, Klamotten kaufen, je nachdem. Kann auch halt mehr sein. Ich habe jetzt einfach mal so einen Wert halt reingeschrieben. Wie gesagt, könnt ihr euch dann halt selber multiplizieren, wie viel ihr da natürlich im Monat halt ausgibt. Manche benutzen auch zum Beispiel Sky oder andere Streaming-Anbieter, wo sie dann halt natürlich auch im Monat bezahlen. Das könnt ihr natürlich auch einfügen. Dementsprechend kriegt ihr dann auch 1% Cashback. Und hier könnt ihr halt sehen, pro Monat zahlen wir hier jetzt in dem Beispiel knapp 540 Euro. Davon kriegen wir halt 1% Cashback, wären das halt so 5,39 €. Ist nicht viel. Aber aufs Jahr gerechnet 65 Euro wiederkriegen für nichts im Endeffekt. Wie gesagt, Crypto.com, so für Einsteiger in die Kryptowelt reinzukommen, mal mit Investment oder das mal mit der Karte zu nutzen, um Cashback zu kriegen, an sich eine feine Sache. Es gibt halt normale Banken, ich glaube Commerzbank oder wie auch immer, die bieten 1% Cashback so oder so an. Aber bei Crypto.com gibt es dann halt, je höher ihr dann halt an Crow-Token gestaked habt für 180 Tage, kriegt ihr auch dann mehr Cashback. Aber dazu kann ich auch ein separates Video nochmal rausbringen. Aber das ist wie gesagt mit einer Midnight Blue hier, so sieht die halt aus. 0 Euro braucht ihr dafür quasi in deren Crow-Token zu staken, kriegt halt 1% Cashback. Wären halt 65 Euro. Ich gleich für meinen Fall habe die jetzt nicht geholt. Ich habe mir gleich, wie hier in dem Beispiel, die Ruby Steel geholt für 350 Euro. Müsst ihr die dann halt für 180 Tage freezen. Also ihr könnt mit den Coins dann halt nicht machen. Die sind für 180 Tage gefreezed. Egal, ob der Kurs hochgeht, runtergeht, ihr könnt die euch nicht auszahlen. Die sind dann halt gelockt. Und nach den 180 Tagen könnt ihr die halt quasi wieder rausnehmen, die 350 Euro.
Dafür gehen dann die ganzen Card-Benefits runter, euer Cashback wird runter reduziert. Also ihr müsst halt eigentlich immer irgendwie Crows-Token für 180 Tage gefreezed haben. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn die 180 Tage abgelaufen sind, dann sind die trotzdem noch drin, ihr könnt die rausnehmen. Ob ihr die dann trotzdessen die 2% habt, weiß ich nicht genau, weil bei mir war es dann gleich, die eine Karte wurde beendet und ich konnte dann gleich irgendwie upgraden oder sowas. Aber hier bei der Ruby Steals zum Beispiel müsst ihr halt 350 Euro in Crow Token halt wie gesagt staken, kriegt darauf dann halt 2% Cashback für alles, was ihr halt bezahlt und habt dann Spotify umsonst. Hier jetzt, wie gesagt, Spotify 12,99 €, bekommt ihr halt jetzt schon 26 Cent erstattet jeden Monat. Und da natürlich auch Spotify jetzt komplett erstattet wird mit der Ruby Steel, kriegt ihr die 12,99 € auch komplett erstattet in Crow wiederum. Könnt das natürlich euch auszahlen lassen auf euer Fiat-Konto. Oder ihr sagt euch, okay, ich lasse es liegen, unterstütze das ganze System, dass dann halt natürlich mehr Crows drinne liegen, die Kurssteigerungen mitnehme und dann dementsprechend noch eher halt meine Karte upgraden kann. Hier jetzt, wie gesagt, pro Monat sind es jetzt schon 10,78 €, die ihr bekommt, also doppelt so viel als mit der Midnight Blue. Und aufs Jahr gerechnet sind es schon so um die 130 €. Dementsprechend bekommt ihr natürlich auch die 12,99 € erstattet, weil ihr natürlich die Karte halt besitzt. Dann sind es 155 € im Jahr erstattet und dann kommen wir schon auf eine Summe von 285 € Cashback. Also die bekommt ihr, die könnt ihr euch auszahlen lassen oder ihr wollt halt die in den Crow-Token liegen lassen, Kursgewinne im Endeffekt mitnehmen oder halt wie gesagt die Karte upgraden. Aber hier könnt ihr schon sehen, alleine, wie gesagt, wenn ihr das alles hier nicht nutzt mit Verpflegung, mit Tanken und sonstiges und allem drum und dran, habt ihr hier schon mal 156 €, da seid ihr so circa bei 2 Jahren, dass ihr euch die Karte halt durch den Cashback wieder rausgeholt habt. Oder ihr sagt, ich will das aktiv nutzen. Also ich nutze die sehr aktiv für alles, halt was geht. Da kam schon einiges an Cashback raus. Wie gesagt, da habt ihr 285 € schon fürs erste Jahr. Beim einen oder anderen ist Tanken mehr, vielleicht Verpflegung mehr oder sonstiges noch mehr. Dann wird sich die Summe hier auch ein bisschen, auf jeden Fall größer, was ihr dann halt an Cashback bekommt. Müsst halt wiederum gucken, wie das mit der Steuersache halt ist. Ich bin der Meinung, ab 256 €, weil Cashback wird als Bonuszahlung gewertet. Und da ist es halt so, ab 256 € müsst ihr das versteuern. Ich glaube mit 25%. Aber dazu kann ich auch noch ein separates Video gerne machen mit meinem Steuerberater. Je nachdem, falls das gewollt wird oder ihr Fragen auch habt diesbezüglich. Aber da ist an sich als Einsteigersache eine Ruby Steel immer eine feine Sache. Da kommt ihr halt schnell gerade mit dem Crow-Token am Sammeln. Und sonst, aus meinem Fall jetzt hier, habe ich jetzt hier die Jade Green schon. Also ihr könnt euch, nachdem ihr die erste Karte schon habt, die Ruby Steel, die ist kostenlos. Oder auch wenn ihr euch die Midnight Blue holt oder die Jade Green, die erste Karte ist immer kostenlos. Die zweite Karte kostet euch 50 €. Und die Lieferzeiten sind in dem Fall, normalerweise steht es auf der Homepage 7 bis 14 Tagen, da aber immer Lieferschwierigkeiten gibt, da sehr viele Nutzer auch eine Karte haben wollen, müsst ihr schon mindestens 2 bis 3 Monaten, das ist so vom Zeitraum her, wo die Karte wahrscheinlich ankommen kann. Ab 3 Monaten, da würde ich schon mal gerne mal nachfragen, wie das halt ist. Nachfragen ist nicht verkehrt, vielleicht beschleunigt das auch so ein bisschen. Aber hier jetzt, wenn ihr die Royal Indigo oder die Jade Green halt haben wollt, müsst ihr halt 3.500 in Crow Token staken für 180 Tage. Kriegt 3% Cashback auf alles und Spotify und Netflix wird erstattet zu einem gewissen Betrag halt wiederum. Da seht ihr halt allgemein jetzt hier schon, wenn wir jetzt die normalen Kosten jetzt wieder berechnen, kriegt ihr dafür jetzt schon 16 € im Monat erstattet an Cashback. Und hier sind es jetzt erstmal 12,99 € in Spotify und Netflix wird nicht komplett erstattet. Da gibt es eine gewisse Summe von 13,99 US-Dollar oder sowas. Da sind es hier so circa, ich habe jetzt bei mir mal nachgeschaut, so 12,50 €, mal wurde 12,43 €, mal war es 12,68 €, wieder erstattet.
habe das dann halt mal zusammengerechnet, wie viel dann im Monat bei rumkommt. Also da seht ihr schon, zusammen sind es circa 41 Euro, die ihr safe im Monat an Cashback bekommt. Und im Groben und Ganzen alles zusammengerechnet, seid ihr dann bei 500 Euro im Jahr an Cashback. Und wenn ihr das jetzt über die Jahre halt seht, wie viel Cashback ihr bekommt und das quasi als passives Cashflow halt dann bei euch auf eurem Crow-Konto halt bekommt, ist es an sich ein gutes Investment, wo man nicht unbedingt jetzt nochmal reinvestieren muss in Crow. Man nimmt einfach das, was an Cashback rauskommt, man lässt es halt liegen, Kursgewinne mitnehmen und dann eventuell nach 2-3 Jahren kann man wieder ein Upgrade vollführen. Ich habe ja, wie gesagt, vor einem Jahr bin ich in Crypto.com eingestiegen, habe dann mir gleich die Ruby Steel geholt. Ich bin auch nach einem guten halben Jahr, 8-9 Monate vielleicht auch, habe ich mir die Jade Green auch sogar geholt durch die Kursgewinne und durch meine Trades, die ich gemacht habe. Und wer weiß, wie es halt ist mit der Zeit, wenn wir noch einen Bullrun erleben oder wie auch immer, kann es eventuell sein, mit Glück oder wie auch immer, dass ich dann auch wieder upgraden kann. Aber das ist ein bisschen Zukunftsgeschichte. Ich sehe das Ding auf eine längere Zeit, über mehrere Jahre halt, und finde das Ganze mit den Card-Benefits und so alles ziemlich nice. Eine coole Sache. Es gibt andere Seiten, die auch sowas Ähnliches anbieten, aber leider halt nicht mit Spotify und mit Netflix und allen drum und dran. Da hat schon Crypto.com eine echt feine Sache rausgeholt. Aber wie gesagt, das sind jetzt die drei Beispiele. Midnight Blue, Ruby Steel, Jade Green, Royal Indigo. Es gibt jetzt noch die Icy White und Rosé Gold für 35.000. Da bekommt ihr nochmal ein bisschen Cashback. Dafür wird dann auch Amazon Prime sogar bezahlt. Und Airbnb wird auch noch bezahlt. Und dann die Obsidian-Karte mit 8% Cashback. Und hier und je noch da zusätzliche Sachen und allem drum und dran. Wollte ich jetzt nicht mehr drauf eingehen, weil ich denke nicht, dass einer jetzt irgendwie für 35.000 jetzt die Karte halt besorgt und das einfach holt. In meisten Fällen sage ich, okay, holt euch die Ruby Steel Karte. Für den Einstieg sehr gut. Für die Leute, die ein bisschen mehr da irgendwie Geld in der Hand haben und sowas und wollen dann mehr in Krypto investieren, könnt ihr euch gerne die Royal Indigo oder Jade Green halt holen. Aber sonst, ich würde nicht all in jetzt in Crow halt reingehen. Also in Crypto.com. Da gibt es dann halt andere Coins, die ich dann eher sehe zu investieren, anstatt dann in dem Coin. Aber alles so, was im Hintergrund ist, was man sonst so auch mit dem Fiat-Geld auch bezahlt, ist das an sich eine feine Sache, ein bisschen Cashback bekommen. Und ja, falls du halt, wie gesagt, dir überlegst, welche Karte du holen sollst oder wie auch immer, würde ich mich sehr darüber freuen. Unten in der Videobeschreibung ist ein Affiliate-Link von mir. Wenn du dich darüber anmeldest, bekommst du $25 in Crow gutgeschrieben, wenn du dir mindestens die Ruby Steel Karte holst. Auch wenn du dir die Jade Green oder die Royal Indigo Karte holst, bekommst du natürlich auch die $25 in Crow Token gutgeschrieben. Und natürlich, ich bekomme natürlich auch die $25 gutgeschrieben auf meinem Konto. Unterstützt meinem Kanal, geht auch natürlich alles hier wieder rein. Für die Leute, die sich darüber auch anmelden. Wie gesagt, falls ihr auch irgendwie Hilfe braucht in anderen Sachen zu Krypto, steuermäßig, Mining oder was auch immer, kommt gerne auf meinem Discord-Server, unten in der Videobeschreibung habt ihr den Link dazu. Schreibt mich gerne an, ich helfe euch da natürlich auch, auch wenn es 2-3 Stunden sind, kostenlos aus dem jetzigen Stand halt. Und ja, ich denke mal, das war's mit dem ganzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.